friends have got girlfriends. All my shirts, they got holes. They begin to get perfect. I begin to get low. Still inhaling on her scent. I'm depending on no. Make me bend around perfect. No defending my role. I said, all my friends have got girlfriends. All my shirts, they got holes. They begin to get perfect. I begin to get low. Still inhaling on her scent. I'm depending on no. Make me bend around perfect. Da sind wir gerade angekommen im Müllraum. Müssen wir gar nicht mehr die Maske tragen, aber hier will man die Maske tragen. Und genau deswegen haben wir gedacht, damit wir hier mal wieder so ein bisschen besseren Duft reinkriegen, dachte ich mir, wir putzen einfach mal die Tonnen. Und ja, schnappen wir uns gleich mal eine. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Sollte ja eigentlich in 10 bis 20 Minuten getan sein. Genau dafür hatte ich mir diesen Erdnussbuttereimer klar gemacht, hier im gelben Sack. Und den können wir dann später für die Kippenstummel verwenden. No defending my, no defending my lack of awareness. No fairness, fairness, fairness. Less about love and more about caring. It's less about enough and more about cherishing. More about being on the outside staring in. Pouring ideas in the doubt. How embarrassing, embarrassing. Heart drop, did a Saracen. Looking for a time and a place like. So, meine Freunde, wir sind soweit fertig. Das Ganze hat jetzt insgesamt fast 10 Minuten gebraucht, wie ich schon irgendwie gesagt habe. Und das Ergebnis ist natürlich super geil. Gebt euch bitte mal, wie schön sauber die Tonne ist. So, meine Freunde, da haben wir jetzt die Tonne endlich sauber. Und ja, ihr werdet euch bestimmt fragen, muss ich jetzt unbedingt irgendwie eine Tonne mit der Hand ausputzen? Und es geht doch viel, viel schneller, wenn man irgendwie einen Schlauch nimmt und so. Ja, aber ich glaube, wenn man einfach mal einen Schwamm nimmt und das Ganze mit der Hand macht, dann merkt man auf einmal, wie viel und was da alles so zurückbleibt. Und vielleicht würde man sich dann das nächste Mal beim Packen des Mülls besser überlegen, wie man das Ganze organisiert. Vielleicht würde man den Müll dann irgendwie anders wegwerfen. Und ja, man hätte auf jeden Fall andere Erkenntnisse. Und genau so sehe ich genau zwei Sachen ganz, ganz oft. Einmal, dass Menschen super gerne über etwas reden, das aber niemals ändern würden, obwohl das viel, viel schneller gehen würde, zum Beispiel einfach schnell die Tonnen zu putzen, dann sich lieber darüber zu beschweren, warum das Ganze so stinkt. Und Punkt 2, wir lagern so viele Dinge aus, dass wir oft gar nicht mehr wissen, was am Ende mit den Sachen passiert. Wir haben gar keinen Bezug mehr zum Müll. Ne? Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen zu mir sagen, boah, ist das ekelhaft, sich gar nicht trauen, da irgendwas anzufassen, weil es ja Müll. Ne? Und Müll ist sofort automatisch schlecht. Und ich habe natürlich ganz neue Erfahrungen gesammelt, dadurch, dass ich seit 2 bis 3 Jahren die ganze Zeit Müll sammeln gehe. Für mich ist das eher eine Erkundungstour. Ich finde da immer wieder neue Sachen. Aber ich kann das schon verstehen, denn ich habe das ähnlich eben zum Beispiel mit Spinnen. Ne? Und wenn wir Dinge eben nicht anpacken und nicht selbst ausprobieren, dann können wir uns nicht daran gewöhnen. Ich möchte mich zum Beispiel nicht an Spinnen gewöhnen, aber ich muss das auch gar nicht. Und Müll ist halt so ein ziemlich alltägliches Ding und irgendwie liegt da auch überall rum und irgendwie sollten wir uns darum kümmern. Also deswegen lieber anpacken und am Ende einen super gut riechenden Raum genießen. Also, irgendwann. Meantime, take a day off, I can face it. I got so much love for everybody in my mind, but it never seems to come out when I want it to. I'm trying, I'm trying, I'm trying. Girlfriends.